Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part und zwar zum Duell gegen den FC Sion. Wir haben aber vorher noch ein bisschen Pause, also bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich das ausgeht. Auf jeden Fall endet jetzt mal hier die Transferperiode und ich mache jetzt nebenbei auf meinem Handy eure Kommentare auf, damit ich da jetzt nicht immer hin und her switchen muss. Es gab nämlich wieder einiges von euch und zwar mal danke dafür. Ich habe jetzt übrigens diese Idee, Nationalspieler aus allen schlechten Ligen zu verpflichten, ein bisschen verworfen, weil ich mal gedacht habe, wir müssen unser Geld irgendwie sinnvoller ausgeben. Schauen wir mal durch. Hier haben wir was. Und zwar soll ich mich nach Southampton umschauen, da finde ich gute Flügelspieler und dass ich auch aufs Teamwork-Rating schauen soll. Jetzt schauen wir mal kurz FC Southampton. Mané wäre natürlich was, aber gut, sind wir mal realistisch, gehen wir mal bei den Positionen hier durch. Ja, in der ersten Mannschaft werden wir uns nichts gönnen können. Gehen wir mal auf die U21. Dann sehen wir hier, okay, hier haben wir Stuart Wilkin zum Beispiel, einen jungen, 18 Jahre, sieht relativ asiatisch aus und könnte interessant sein. Ich werde den mal scouten, Marktwert nur 42.000, also der ist auch auf jeden Fall leistbar. Josh Sims, 19 Jahre alt, wow, physisch sehr stark und auch sonst mental und technisch ziemlich ausgeglichen, also finde ich auch nicht uninteressant. Und hier haben wir noch einen Stürmer, Olufela Olomola. Allein für den Namen scouten wir ihn, aber hat auch interessante Werte. Und zumindest physisch und mental, technisch müsste man dann halt ordentlich trainieren. Aber Southampton hat natürlich interessante Spiele, das Problem ist halt einfach der Preis. So, ich soll mir Liam Walker für das ZOM holen. Wird schwierig. Gibt's nicht. Woher ist Liam Walker? Ich kenne ihn nämlich irgendwoher, deswegen habe ich auch geschrieben, interessanter Vorschlag, aber bin mir nicht ganz sicher. Und der Gast hat geschrieben, der Gast, genialer Name, dass er der Meinung ist, unterstützender Zielspieler ist nicht unbedingt das, was gut ist für mein System, weil wenn ich auf Zielspieler stelle, führt es tatsächlich dazu, dass alle anderen versuchen, einfach nur lange Bälle auf ihn zu schlagen. Das heißt, da ich mit nach innen ziehenden Angreifern spiele, wäre es sinnvoll, wenn ich ein kreatives Element beim Stürmer nehme, also eine falsche 9 oder falsche 9 könnte ja eh halbwegs. Hängende Spitze wäre auch eine Variante. Ich nehme jetzt vorübergehend mal die falsche 9 und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall danke für den Vorschlag, der Gast. Ich weiß nicht, hast du uns abonniert? Nennst du dich dann in der Abonnent um? Das wäre auch ganz cool. Sonst war es das, glaube ich, so ziemlich. Also es waren viele Kommentare. Aber jetzt nichts, was ich jetzt noch dringend erwähnen müsste. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden von euch vergessen. Wenn doch, entschuldige ich mich gleich mal bei euch. So. Passt. Legen wir los. Das heißt, wir werden jetzt mal die letzten paar Tage runterspulen, in denen wir noch Transfers tätigen können. Da lassen wir es jetzt einfach mal ein bisschen auf uns zukommen. Geld haben wir zwar noch mehr als genug, aber ja. Wir unterstützen die Schiedsrichterentscheidung, das ist auch richtig. Der umstrittene Elfmeter. Stuart Wilkin. Derzeitige Fähigkeiten nicht aufregend, aber potenzielle Fähigkeiten, die wären durchaus interessant. Und ja, Marktwert liegt bei 40.000. Steht denn bei Contra? Hat kein Interesse fest zu uns zu wechseln. Müsste die Sprache lernen. Im Fitnessbereich ist er schwach. Physisch muss er stärker werden. So, Sims, geschätzte Ablöse können wir vergessen. Und bei ihm hier hat auch kein Interesse fix zu uns zu wechseln. Also es ist relativ schwierig von so einem Verein jemanden zu holen. Das hat man jetzt glaube ich mal gesehen. Wir haben da jetzt wieder einen interessanten Spieler angeboten bekommen. Einen 27-jährigen Georgier von Schachtjor Donetsk. 3,7 Millionen Marktwert ist natürlich heftig, aber sie wollen ihn scheinbar loswerden. 1,8 fordern sie. Schauen wir uns mal an. Er hat schon ein paar vielversprechende Werte hier, aber bin immer noch nicht ganz sicher. St. Gallens Angebot für David Schloffer wurde abgelehnt, tut mir leid David. Gegenangebot für Rodriguez.
Ist die Frage, ob wir den jetzt noch holen sollen oder nicht. Eine Million 500.000. Das schließen wir mal aus. Das wäre akzeptabel. Ich habe abgelehnt. Natürlich brauchen wir ihn nicht. Also deswegen habe ich da jetzt einfach mal abgelehnt. Ich finde einfach, dass wir da ausreichend besetzt sind und deswegen. Scheiße. Ja, dann werden wir doch Thomas Murk holen oder irgendjemand anderen. Bin mir ja echt nicht sicher. Ich meine, wir haben Taffer, Alexic auf dem Flügel, Aratore kann's, dann haben wir noch Sully. Ob wir überhaupt den holen sollen, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Geld hätten wir ja wirklich 9 Millionen. Ich komme mir irgendwie so schlecht vor, wenn ich das nicht ausgebe. Das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber ist wirklich so. Wir sollten uns eher auf Flügelspieler konzentrieren, die bei schwachen Mannschaften spielen. Oder zumindest in schwächeren Ligen. Also jetzt eben Southampton, englische Liga, da brauchen wir es gar nicht probieren. Das ist relativ sinnlos. Conrad Laimer, der ist natürlich zu teuer, weil die wollen die Salzburger sicher nicht loswerden. Ja, Schäfrén. Wird mich irgendwie noch immer reizen. Lloyd Isgrove. Physisch extrem stark, dribbelstark. Flanken kann er gut. Ist ein Rechtsfuß, der aber links sich wohler fühlt. Also auch das ist sehr interessant. Der wäre halt von Burnley. Burnley ist zweite englische Liga. Vielleicht steigert das unsere Chancen. Oyama, den hatte ich bei Wacker Innsbruck natürlich. Sami von Porto. Der Blick macht mir ein bisschen Angst. Aber so jemand wäre zum Beispiel interessant, um ihn zu leihen mit Kaufoption. Ist ja aktuell bei Porto B. Ich scoute ihn jetzt mal. Das sollte sich ausgehen, dass wir da in ein paar Tagen noch die Berichte kriegen und dann schauen wir mal. So. Ja, also Abfindung 0. Heißt das, wir würden den gratis bekommen? Ich starte mal eine Anfrage. Das Problem ist, 77.000 im Monat ist halt auch heftig. Lloyd Isgrove, geschätzte Ablöse 1,9. Und Sami, da hätten wir das Thema. Ich meine, der ist 27, das ist natürlich. Er ist auch nicht EU-Spieler. Ist noch ein zusätzlicher Kritikpunkt, aber die geschätzte Ablöse wäre relativ niedrig. Ja, Isgrove ist mir zu teuer jetzt. Den Sami, wenn man ihn leihen könnte, als Rotationsspieler und Kaufoption mit, sagen wir, um die 500.000 irgendwo. Ich probiere das jetzt einfach mal. Auch wenn gestanden ist, dass sie nicht unbedingt gewillt sind, den abzugeben. Schaut es uns noch aus mit Thomas Murk. Da haben wir ja zurückgezogen, ja. Ich weiß jetzt echt nicht, ob der stark genug ist. Ich meine, er ist wunderbar vielseitig. Ich probiere es nochmal. So. Okay, unseres haben sie abgelehnt, aber ein paar andere angenommen. Reed ist wieder bereit, über Thomas Murk zu sprechen, aber. Ja, er ist erst 21, aber. Das ist wirklich heftig. Also, ich sag mal, 1 Million fix, okay. Dazu 500.000 auf Raten. Und das schließen wir mal aus. Okay, sie brechen ab, dann erhöhen wir auf 1,5 und geben das noch ab. Dann
wäre das ungefähr ein Angebot in Höhe von 2 Millionen. Und Schachtyor Donetsk. Ich versuche da jetzt einfach mal ein bisschen zu handeln. Ich gebe mal 1,2 ab, das verschafft uns die Zeit. In der Zwischenzeit ist er, wird hoffentlich noch ein bisschen gescoutet. Und sie lehnen wieder ab. Ich probiere es nochmal, aber. Ich gebe mal 1,5 ab. Ein bisschen Zeit muss ich noch gewinnen, damit ich den Scouting-Bericht kriege. Aber ich kriege ihn nicht. Wissen wir jetzt schon ein bisschen. Ja, gut, ich kann sie immer noch abbrechen. Fordert 88.000 im Monat. Zahlen könnten wir 61. 3 Jahre, dann ist er 30. Stammspieler. Aber das ist mir fast zu viel. Ich schätze mal, er wird es eh nicht annehmen. Doch, er hat sogar angenommen. Manchmal wäre ein Livestream echt ganz nett, wenn ich euch fragen könnte, ob ich den Spieler holen soll oder nicht. Millionen, da haben wir nicht viel verloren, aber er ist halt trotzdem ein bisschen eine Wundertüte. Keine Ahnung, wie man den einschätzen könnte. Am letzten Transfertag jetzt noch was tun, ist auch schwierig. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Das wird ziemlich lang geladen. Wäre eine hervorragende Neuverpflichtung, steht bei ihm. Okay, Kenntnisstand liegt erst bei 22%. Ich würde ihn irgendwie fast trotzdem holen. Aber sonst fehlt es mir ein bisschen an Alternativen. Ich werde jetzt nochmal schauen, wie es auf der Transferliste aussieht. Da ist er eher auf Platz 2. McGeady ist darunter noch. Ich meine Franzosen, aber jemanden von Lille holen, der wird halt dementsprechend viel verdienen. Jan Schouffre. Holy shit. Die Fähigkeiten. Okay, 32. Die Fähigkeiten sind aber gigantisch. Schade. Ja, und da sind wir dann schon relativ uninteressant. What? Okay, wir würden Quaresma ablösefrei bekommen. Es tut mir echt leid, aber wenn ich den kriege, dann muss ich das annehmen. Ich finde diesen Spieler so genial. Der war ewig einer meiner Lieblingsspieler. Keine Ahnung, wie wir uns den leisten können werden. Aber probieren können wir es. 114.000 im Monat als Rotationsspieler. Schlüsselspieler, was kann ich ihm da bieten? Alter Schwede, das ist immer aber echt. Da haben wir überhaupt keine Chance. Ich kann ihm ein teures Handgeld geben. Aber Vertrag auch nur ein Jahr, da werden wir nicht auf einen grünen Zweig kommen. Leider. Quaresma hätte ich zu genial gefunden. Und Facchinetti wird aktuell gejagt von Saloniki. Habe ich ja eigentlich nicht vor abzugeben. Er wird uns unter keinen Umständen verlassen, sage ich da jetzt einfach mal. So, Länderspiel. Und da wäre er jetzt. Ich schaue nochmal kurz vorher die anderen E-Mails. Ja, also Sami für 400.000 ist er gewechselt. Aber wenn man sich Sami anschaut, dann ist er schon deutlich schwächer als Tagmaze. Tagamaze, so wird er ausgesprochen, glaube ich. Ich würde sagen, wir riskieren das jetzt einfach mal. Das ist jetzt nur 2,1 Millionen von unseren 9 Millionen und ein Schlüsselspieler für das Team, sagt unser Scout sogar. Also könnte durchaus interessant sein.
Maximal, genau, maximal 25 Spieler. Das heißt, ich muss da jetzt wieder aufpassen, wen ich hier nominiere. Das heißt, 1 bis 6 Tage. Okay. Bei den Verteidigern Angar, Trier, ja, Marinkovic, Bubnić, Malacic, Daniele Russo, da haben wir schon sehr, sehr viele Leute. Russo hat bisher noch nicht gespielt, wäre aber Eigengewächs national. Brauchen wir aber jetzt einen, können wir wegtun davon, also würde ich ihn mal wegtun vorübergehend. Noch 3 Spieler. Mutsch würde ich wegtun fast. Wobei der natürlich schön vielseitig ist, aber ich tue ihn trotzdem mal weg. Everton Lewis behalten wir, Jan Jatovic. Rivas könnte ich auch fast wegtun. Dann brauchen wir noch einen. Frick auf jeden Fall. Das ist das Problem. Den muss ich auch noch nehmen. Kjernok, Babic. Ah, die kann ich aber trotzdem wegtun, sehe ich gerade. Dann nehmen wir den auch noch weg. So, jetzt würde es theoretisch gehen. Ich brauche nur jemanden, der noch in der Schweiz ausgebildet wurde. Und deswegen habe ich die Jungen da jetzt gebraucht anscheinend. Daniele Russo. Dann hätten wir das wieder. Dann ist die Frage, ob ich einen anderen Verteidiger weg tue. Das ist voll schwierig. Also, dass das in der Schweiz generell so ist, finde ich echt spannend. Givniel fällt 3 bis 4 Monate aus, dann tue ich ihn zurzeit mal weg. Ich hoffe, dass man da dann noch nachnominieren kann. Aber wenn der so lange ausfällt, ist das sicherlich keine schlechte Idee. Babic zu Salzburg. Kein Problem. 7,5, nicht verhandelbar. Sicher nicht. Mario Mutsch ausleihen. Von mir aus kein Thema, aber ihr müsst das Gehalt übernehmen und das wollen sie natürlich nicht. Ist generell schade, aber ich finde, wenn es jetzt nicht unbedingt jemand ist, den ich wirklich unbedingt verleihen muss, damit er Spielpraxis kriegt, dann ja, nehme ich das nie an, wenn da steht, dass die das Gehalt nicht übernehmen, nicht zur Gänze zumindest. Also so 70, 80% sage ich noch okay, aber das ist mir dann wirklich zu wenig. Und dann haben wir es gleich geschafft, das Transferfenster. Und es ist erstaunlich, wie brav ich mit meinen Finanzen umgehe. Also der Matthias wäre da auf jeden Fall stolz auf mich, weil normalerweise bin ich ja voll die Shopping Queen. Maki bekommen wir hier angeboten, Ende der Transferfrist, wichtige Termine, bla bla bla. Auf jeden Fall cool. Also ich bin ganz zufrieden, ich bin neugierig, wie sich der Georgier jetzt machen wird. Jetzt haben wir noch die Vorstellung, die machen wir noch schnell. Verein sollte sich permanent nach Verstärkungen umsehen. Auf keinen Fall. Ein großer Wurf. Mittelfeld links. Ich hoffe, dass er groß bei uns einschlägt. Okay. Dann werden wir mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir den Part jetzt mal. Im nächsten Part werden wir dann so schnell wie möglich voranschreiten, damit wir das Spiel gegen den FC Sion machen. Das findet jetzt am Samstag statt. Und dann vielleicht sogar schon mit unserer Neuverpflichtung. Bis dann.